und finde den Drachenstein, um die Kräfte freizusetzen, die ich auf euch übertragen habe. Eint euch und werdet zum Drachen. Angegriffen. Schnell! Der Drachenstein liegt hinter dieser Tür. Nun seid ihr ein Drache. Lasst diesen verdammten Haufen die Macht der alten Rasse spüren. Verbrennt ihr Fleisch und bringt ihre Türme zum Einstürzen. Diese fliegenden Festungen stellen eine sehr außergewöhnliche Herausforderung dar. Sie unterscheiden sich in ihrem Aufbau und ihren Funktionen. Und ihr werdet lernen, diese zu erkennen. Das war eine Balliste. Besonders gefährlich sind sie nicht, aber seid dennoch auf der Hut, da sie oft in großer Zahl sind. Angriffswelle nach der anderen.
Wie gut ihr euch doch gegen die Mächte des Verdammten zur Wehr setzen könnt. Kommt, lasst uns zu eurem Tod zurück. Ihr habt Damian die Herrschaft des Drachen gezeigt. Und nun benötige ich sie ebenfalls. Ich habe das Schutzamulett, das wir zum Betreten der Halle der Seelen benötigen. Aber es ist etwas schiefgegangen. Trefft mich in der großen Halle von Aleroth, wo ihr mir helfen müsst, die Wellen des Bösen aufzuhalten, die bei der Suche nach dem Schutzamulett freigesetzt wurden. Die Stadt wurde überrannt und bis zum Morgengrauen wird sie in Trümmern liegen, wenn ihr nicht kommt. Ich brauche euch, Drachenritter. Ich störe euch nur ungern, aber ich möchte euch diese Personen vorstellen. Habt Dank. Diese Männer haben unter Leiten gedient. Nicht aus freien Stücken, sondern unter Zwang. Und nun werden sie euch dienen. Thomasius, Dietmar und Harold sind altgediente Sammler und werden das Land nach den Bezauberungen, Edelsteinen und Zutaten durchforsten, die ihr wünscht. Ihr solltet wissen, dass Leiden sie nicht nur schlecht behandelt, sondern auch noch sehr dürftig ausgerüstet hat. Das könnt ihr jedoch ändern. Euer Ausbilder kann sie mit Waffen ausstatten, die ihre Kampfkraft erhöhen und die Zeit verringern, die sie zum Ausführen einer Mission benötigen. Euer Bezauberer kann Rüstungen für sie schmieden, die ihre Erfolgschancen erhöhen und das Risiko von Verletzungen verringern. Sollten sie sich auf ihren Reisen Verletzungen zuziehen, müsstet ihr euren Alchemisten anweisen, sie zu heilen. Das wäre alles. Mögen sie euch gute Dienste leisten. Mutiger Zandalor. Er hat das Schutzamulett bereits. Lasst seinen Hilferuf... Ruf nicht auf taube Ohren stoßen, Drachenritter. Kein Land zu weit, kein Meer zu tief. Ich finde jede Zutat, die ihr wünscht. Der Göttliche beschütze euch. Seid gegrüßt, Drachenritter. Welche Bezauberung soll ich für euch suchen? Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Ich besorge euch jeden Edelstein. Steht zu Befehl. Aber natürlich. Mein Drachenmeister, ich heiße euch ergebenst willkommen. Ich bin Kirill, der berühmte Komponist. Was darf ich für euch spielen? Wie so viele geriet ich in Leikens schreckliche Fänge. Zum Glück hatte der alte Perversling eine Schwäche für Musik und Tanz. Deswegen lebe ich noch und komponiere. Und deswegen lebt Salome noch und tanzt.
dunkel, düster. Ja, ich kenne das perfekte Stück. Seid gegrüßt, Drachenritter. Wie kann ich euch dienen? Mein Name ist Salome. Einst war ich Lycans Sklavin. Nun bin ich eure ergebene Dienerin. Lycans Scherben nahmen mich einst gefangen, um mich als Versuchskaninchen in seine Labors zu stecken. Wessen Kopf soll ich diesmal verlangen? Vielleicht... Ja, den konnte ich noch nie ausstehen. Aber ich tanzte für ihn und er war so angetan, dass er mich leben ließ. Er war so betört, ich hätte sogar Damians Kopf fordern können und er hätte ihn mir gebracht. Dennoch habe ich ihn verabscheut, wie ihr euch denken könnt. Und ich fühle mich geehrt, dass ich nun euch... Wie ihr wünscht. Sind eure persönlichen Gemächer, wo ihr die gefundenen Schätze horten und euch an die Orte teleportieren könnt, die ihr zuvor bereist habt. Jetzt, da diese Insel von Damians giftigen Nebeln umhüllt ist, können wir sie nur über dieses Portal verlassen. Ich heiße euch willkommen, Drachenritter. Ich bin Hermaphroditus, euer Illusionist. Wie kann ich euch dienen? Ich war unterwegs nach Leuchtenfeld, um meinen Cousin Theresias zu besuchen. Als ich mich plötzlich mitten in einem Strudel verlor, kam ich wieder zu Sinnen und mir wurde von der Insel erklärt, dass ich hier auf die Ankunft meines Mannes, also bin ich hier. Bereit zu dienen und dankbar... Selbstverständlich. Gemächer. Der Zauber, den wir suchen, kann nicht weit sein. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Der Zauber, um den Eingang zur Halle der Seelen sichtbar zu machen. Wir haben ihn gefunden. Und Lycan, dieser Narr, hat ihm nicht einmal Beachtung geschenkt. Wie kann ich euch dienen, mein Gebieter?